Für Kevin Benemuth, DevOps-Manager bei dem IT-Dienstleister Finanzinformatik Solutions Plus, war es eine böse Überraschung. Einige in seinem Haus in der Entwicklung befindlichen Applikationen waren mit sicherheitsrelevanten Schwachstellen behaftet. Wir haben exemplarische Pilotprojekte genommen und haben die über den Application Health Check von Sonatype laufen lassen, um zu überprüfen, was liefert uns die Open Source Lösung, was kann uns Sonatype liefern. Es war tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Die Qualität war so, dass wir gesagt haben, jawohl, das wollen wir haben. Die Finanzinformatik Solutions Plus sitzt in Frankfurt und ist IT-Dienstleister für Banken und Finanzinstitute. Die Folgen von schadhaften Applikationen hätten für das Unternehmen weitreichend sein können. Beispiele aus der Branche gibt es genügend. In der letzten Zeit sind natürlich immer wieder Sicherheitseinbrüche bei großen Unternehmen bekannt geworden, wo es dann dementsprechend auch zu Reputationsschäden in der Öffentlichkeit kam, wo ganze Unternehmensstrukturen aufgelöst werden mussten, beziehungsweise die Unternehmen gar nicht mehr am Markt agieren können. Die zugrunde liegende Problematik der transitiven Abhängigkeiten war Benemuth bekannt. Doch Shane Close von Sonatype hat ihm in einem Proof of Concept einen tieferen Einblick in die Thematik gegeben. Transitive Abhängigkeiten sind Abhängigkeiten von weiteren Abhängigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel deklariere, ich brauche Komponente X, diese Komponente X braucht dann wahrscheinlich eine weitere Komponente, die sich dann wiederum auf eine andere Komponente beruft. Das heißt, wenn ich nur 30 Komponenten erstmal deklariert habe, habe ich durch diesen transitiven Abhängigkeitsbaum über 100 Komponenten letztendlich in die Applikation gezogen. Rund 6% der Open-Source-Komponenten sind laut einer Sonatype-Studie mit Sicherheitsschwachstellen behaftet. Bei der Entwicklung von Applikationen werden zudem zunehmend Open-Source-Bibliotheken für vorgefertigte Features in Anspruch genommen. Die kostenlosen Komponenten bergen ein weiteres Risiko in sich, da sie Lizenzen enthalten. Ja, gratis ist nicht immer gratis. Es gibt da einige Organisationen, die sind da ins rechtliche Fettnäpfchen getreten. Die haben Open-Source-Komponenten verwendet, haben aber vergessen, transitive Abhängigkeiten zu überwachen und haben dann eine Copyleft-Lizenz mit drin gehabt, also eine AGPL-Lizenz zum Beispiel, und sind dann verpflichtet, ihren kompletten Quellcode für die komplette Applikation zu veröffentlichen. Sonatype hat auf all diese Probleme mit der Software Nexus Lifecycle reagiert. Jede Applikation besteht im Schnitt aus rund 100 Komponenten. Diese wurden bisher einzeln und manuell von einem Entwickler auf Lizenzverpflichtungen und Sicherheitsschwachstellen geprüft. Das dauert Pi mal Daumen 4 Stunden pro Komponente, laut Kundenaussage. Und wir automatisieren das Ganze. Wir stellen dem Entwickler in der IDE schon alle relevanten Informationen zur Verfügung, damit er proaktiv eine Entscheidung treffen kann, die qualitativ hochwertigste Version einer Komponente einzusetzen. So lässt sich Nexus Lifecycle in den Entwicklungszyklus einbinden. Die Entwickler bekommen direkt Informationen über Komponenten und Schwachstellen. Eine Transparenz, die Kevin Benemuth entscheidend hilft, die Sicherheit der Applikationen zu verantworten. Das heißt, die Entwickler können schon in ihre Editor-Oberfläche sehen, wenn sie eine Software einbauen, dass sie Schwachstellen hat, und können das auch sofort beheben. Meistens dauert es, wenn ich den Entwickler direkt darauf hinweise, dass er gerade eben ein Feature eingebaut hat, was eine Sicherheitslücke hat, dauert es nur Minuten, runtergebrochen dann auf Geld sehr wenig, wohingegen bei einem Release es mehrere hunderttausend Euro kosten kann, so ein Release zurückzuziehen und dann zu fixen. Der Nachweis der Lizenz-Compliance ist ein weiteres Feature, das Transparenz gegenüber Kunden schafft. Treten bei der Applikation zu einem späteren Zeitpunkt Schwachstellen auf, meldet Nexus IQ diese automatisiert direkt in das Ticketsystem des Kunden. Ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal ist, dass Sonatype ein Data-Team in den USA unterhält. Die schauen sich jede Security-Vulnerability manuell an. Das Ganze wird dann in Kontext gesetzt, das heißt, bin ich davon betroffen oder nicht von dieser Sicherheitsschwachstelle. Dann gibt es eine technisch verständliche Beschreibung der Problematik mit Codebeispielen, es gibt Detection Guidelines und wir stellen die Lösung zur Verfügung. Bei der Verbreitung von Nexus Lifecycle arbeiten Shane und Sonatype mit Comparex zusammen. Es bestehen schon viele Rahmenverträge mit flexiblen Zahlungsmodellen. Außerdem kann so, für viele Unternehmen wichtig, der Gerichtsstand Deutschland zugesichert werden. Die zwischenmenschliche Zusammenarbeit, die klappt einfach hervorragend. Dann haben wir die hohe Beratungskompetenz der Comparex-Ansprechpartner und wir haben eine nahtlose Ergänzung zu deren PNP- und SAM2Go-Lösung. Und wir ergänzen uns einfach nur hervorragend.
Kevin Wennemuth hat seit der unternehmensweiten Einführung von Nexus Lifecycle im Entwicklungszyklus viele Sorgen weniger. Und er hat mit der bestmöglichen Software die juristische Sicherheit, die ihm zuvor fehlte. Dann habe ich natürlich vor dem deutschen Gericht das Problem, dass der Richter sagen würde, das ist grob fahrlässig, weil Sie als Softwareproduzent hätten das wissen müssen. Dementsprechend bietet uns die Software die Transparenz, hier einzugreifen und zu verhindern, dass diese viralen Lizenzen nach draußen gehen. Und das schafft uns natürlich ein viel besseres Gefühl.